So, hallo und herzlich willkommen zurück zu I Wanna Rescue the World. Ja, wir stehen wieder nicht da, wo wir wirklich angefangen haben. Oder wo das Ding angefangen ist. Das ist ja der erste Screen. Ich glaube, das ist der erste Screen der neuen Welt, ja. Welt 5, wo wir eigentlich gerade waren. Ja. Fraps hat mal, ach, apropos Fraps, bevor ich jetzt hier weitermache, ja, Fraps sind drauf. Ich gucke jetzt immer direkt am Anfang der Aufnahmen einfach nach, ob Fraps auch sind oder nicht. Das ist ja ein Schwachsinn, wenn der jedes Mal Zeugs von wegfällt. So, dem letzten, oder in diesem Kapitel das Feature scheint zu sein, blöde Ranken der Blödighaftigkeit, ja. Warum sage ich blöde Ranken der Blödighaftigkeit? Weil die nicht auf die Umsetzung der Steuerung reagieren. Das heißt, die haben das gleiche Problem wie die blöden Ranken von I Wanna Exit From Here, also das Spiel, was wir davor gespielt haben, aber noch in einer Das macht Kit, wenn man nach oben drückt übrigens. Auch interessant. Aber in einer krasseren Form. Nämlich. Ich ziehe den Schlüssel an. Sind die Links- und Rechts-Tasten, ja, die werden bei diesen Ranken übersetzt. Das heißt, die gingen auf W und D. Also meinen normalen Controller-Einstellungen. Aber leider Gottes die Hoch- und Runter-Taste hier nicht. Die lag halt immer noch auf den Pfeiltasten, obwohl ich es umgestellt habe. Ich habe ja die ganze Zeit so gespielt. Das ist Bullshit, ne? Und deswegen habe ich beim letzten Mal dann da auch pausiert an der Stelle, weil ich nicht schon wieder eine Ewigkeit zeigen wollte, wie ich die Steuerung umstelle, weil das hat relativ lang gedauert mit diesem umständlichen Scheißverfahren. Das heißt, die Steuerung liegt jetzt wieder anders. Halt mit Pfeiltasten Steuerung. Weiß noch nicht, ob ich das so gut finden soll. To be honest. Weil. Das halt jetzt ungewohnt ist, weißt du? Jetzt bin ich halt wieder so. Was hat der Kollege denn da gerade für einen Satz gemacht? Alter Schwede. Ja. Krank. Springt man höher, wenn man. Okay, wenn man überhaupt springt. Springt man höher, wenn man die Taste nach oben gedrückt hält? Tut man. Was ist denn das für eine Mechanik? Oh, der kann. Was? Sind das die ganze Zeit schon? Wahrscheinlich wieder nur auf der Pfeiltaste, auf der Pfeiltastensteuerung. Oder ist das jetzt extra. Alter, das ist Bullshit mit dieser der Steuerung hier. Oder ist das jetzt extra ein Feature für diese Welt hier? Weil, wenn nicht, dann hätte man, glaube ich, eine ganze Menge Stuff skippen können. Alter, das ist behindert mit der Steuerung, übrigens. Also wie gesagt, leider Gottes gehen die Lianen halt überhaupt nicht ohne, ohne dieses, Alter, ohne Spaß. Das ist, kann doch nicht richtig sein, oder? Dass ich so hoch jumpe. What the freaking shit. Soll das so? Ist das echt gewollt, dass man. Kann es mir, also ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich ein bisschen Kontrolle darüber hätte, ja, könnte man damit, glaube ich, ziemlich fancy Stuff machen. Ich muss gleich mal was ausprobieren. Sollte ich nochmal sterben? Ja. Mal. Nee. Hier klappt das irgendwie nicht. Das heißt. Ja, schon. Das hat echt was mit den Ranken zu tun. Moment. Okay, aber dieser große Doppelsprung denied dafür meinen Doppelsprung. Was für ein Schwachsinn einfach. Also, nochmal um zusammenfassend zu haben, wenn ich nach oben drücke, die Taste umspringe, dann mache ich einen großen Jump. Dafür habe ich keinen Double Jump.
Und mit Double Jumps. Ja. Keine Ahnung, was der Schwachsinn soll. Ganz ehrlich, keine motherfucking Ahnung. Vielleicht, dass man hier vernünftig rumkommt, aber der Sprung ist auch machbar ohne das komische Feature. Weil ich bin echt zu blöd, mit dieser Steuerung umzugehen, ne? Wenn man sich so an seine Hauptsteuerung gewöhnt hat, dann geht das gar nicht klar. Kann ich euch aber sagen. Boah, was für ein Bullshit. Echt. Ja. Ne? Das sind wieder so Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Warum? Warum macht man sowas? Man kriegt es hin, die auf diesen Lianen die Links- und Rechtsbewegung von den Dingern zu steuern, mit der jeweiligen Steuertaste, aber die Hoch- und Runterbewegung nicht. Was ist das für ein absoluter Schwachsinn, wenn man fragen darf? Scheiße. Verstehe ich nicht. Verstehe ich beim besten Willen nicht. Komme ich nicht drauf klar. Wenn das schön wäre, dann könnte ich einfach mit meiner normalen Steuerung spielen. Hätte nichts zu meckern mit meinen Lianen, da kann man ziemlich cranken Shit mitmachen. Aber auch ziemlich coolen cranken Shit mitmachen. Aber das ist einfach nur Bullshit hier. Ohne Spaß, das ist einfach nur Bullshit. Weiß nicht, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Das war es eigentlich. Alles, was ich jetzt noch zu tun hatte, wäre mal in den nächsten Screen zu kommen. In diesem Jahrhundert vielleicht noch. Und eventuell, also keine Ahnung, was ihr halt gerade seht, ist jemand, der sich versucht, auf eine neue Steuerung einzufinden. Weißt du? Bräuchte jetzt ein Tutorial dafür. Ich schieße aber ja. Ich bin ja schon kein schneller Button-Smasher, ne? Aber sollte irgendwas kommen, wo ich Gegner abschießen muss, dann werde ich so daran sterben. Weil ich nicht vernünftig Button-Smashen kann mit der Steuerung. Weil meine fucking Schusstaste halt jetzt auf der linken Hand liegen. Eigentlich liegt der auf der rechten Hand. Das ist halt ein Problem. Wie willst du das machen, wenn fucking Pfeiltasten muss es? Nee, ganz ehrlich. So. Solche Fehler, ne? Was für ein gottverdammter Bullshit. Ach komm. Es ist halt auch super schwierig. Mit der. Ich bin fucking Rechtshänder, ja? Und wenn man fucking Rechtshänder ist, ist es verhältnismäßig schwierig mit der linken Hand. Also man hat. Moment, nochmal von vorne gesetzt. Man hat mit der linken Hand deutlich weniger Gefühl als mit der rechten. Ja, natürlich. Das heißt, es fällt mir unheimlich schwierig, kleine Jumps mit der fucking linken Hand zu machen, weil. Ja, ist wahrscheinlich auch wieder so eine Sache, wenn man daran gewöhnt ist. Meinetwegen. Aber so. Was jetzt? Okay, hier ist ein Speicherpunkt. Fledermäuse machen einen noch auf. Ich kann da hinten nicht speichern, Mama. Machen einen auf Batman. Oder auf Batman, genau. Auf Michael Jackson. Bist du da am Moonwalken, die Dinger? Ach komm, ernsthaft? Oh mein Gott.
Das ist wieder so eine Passage, wo man eigentlich nur schnell sein möchte, glaube ich. Nein, warum denn? Also, solange ich nicht von den Dingern abspringen muss. Oh mein Gott, warum geht er denn nicht weiter nach rechts? Solange ich nicht von den Dingern abspringen muss, oder? Ach, da kommt schon. Abspringen muss oder von den Dingern aus schießen muss. Wobei ich gar nicht weiß, ob das geht. So, gerade fällt der so blöd nach unten. Einfach nur. Kann ich von den Dingern schießen? Kann ich. Also wenn das passiert, dann bin ich halt richtig gefistet, ne? Nein. Mein Gott. Ist halt mal wieder eigentlich nichts Schweres dabei. Natürlich. Fucking letzte Fingermaus. Ah. Der normalen Steuerung ist das so ein Element hier, was ich beim Second Try mache oder so. Ja, natürlich. Ihr seid dann wieder oben. Da unten. Mit dieser Steuerung ist das ein Element, wo ich schon gut Versuche für brauche. Dankeschön, speichern. So, jetzt machen wir, warum? Jetzt machen wir den ganzen Schmarrn natürlich auch nochmal andersrum. Oh mein Gott, aber wie andersrum? Hahaha. Ich kann ja so gut abspringen von den Dingern, oh mein Gott. Oh, ich hab meinen Double Jump da noch. Oder auch nicht! What the fuck? Oh ja, diese Lianen sind unfassbar behindert worden. Ja, deck mich mal an, müsste können. Oh. Ja! Fucking Dinger, was sind das eigentlich? Sind das Fledermäuse oder was? Ich habe eine Vermutung, dass das Fledermäuse sind. Aber die fucken mich trotzdem minimalsten Teil fucken sie mich ab. Oh mein Gott, das geht nicht. Gut, dass das mit dem Abspringen von den Jahren immer klappt. Nicht! Das Ding ist ja, theoretisch mit dem nach oben drücken. Ja, wunderbar. Kann ich ja relativ gute Stunts überbrücken. Die Frage ist halt nur, wie ich das da am sinnvollsten mache. Oh, falsche Steuerung. Weil im Endeffekt. Boah. Kommen die Dinger ja schon in einem ganz guten Abstand, würde ich mal sagen. Außerdem muss man genau durch die Mitte, weil ansonsten Kit einfach zu fett ist. Ja, springe ich nicht cool. Wenn man nicht genau durch die Mitte geht, ist man am Hodensack. Am Hodensack. Oder zumindest. Zumindest nicht rechtslastig geht. What the freaking shit? Wie hat er sich das vorgestellt? Nicht. Ohne Spaß, diese Lianen stinken so derbst nach Magie. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Mal ganz davon abgesehen, dass die echt nicht gut programmiert sind, sind sie in jedem gottverfickten Raum. Krasse Abwechslung. Jeder Raum, Fledermäuse und Lianen in unterschiedlicher Anordnung. Weißt du, aber das wird dann Feature genannt. Jede Welt hat ein Feature. Bullshit. Boah, Alter, die Fledermäuse regen mich auf. Jetzt mal ganz ohne Spaß. Und diese Steuerung macht es wirklich nicht besser. Oh mein Gott. Behindert. Es ist straight up behindert. Teilweise funktioniert das auch nicht mit dem großen Jump.
Weil ich da spiele, keinen Bock drauf. Keine Ahnung.